Willkommen bei The Block of Rock, deinem Hardrock und Heavy Metal Podcast Musikmagazin. Ich bin Uwe Lerch und nehme dich Backstage mit zu den Rockstars. Natürlich quatschen wir über die Musik, die uns alle verbindet, über neue Platten, über Livepläne und was früher so war. Aber wir sprechen auch über die Menschen dahinter. Was hat sie inspiriert und motiviert und welche Rockstar-Tipps haben sie für dich da draußen? Noch viel mehr zu diesen Themen findest du ab sofort auch in unserem neuen Magazin. Es heißt Solveig, das Mindful Metal und Rock Magazin, welches es jetzt digital und kostenlos für dich gibt. Oder für alle Jäger und Sammler auch in einer limitierten Printauflage zum Selbstkostenpreis. In den Shownotes, das ist die Beschreibung zu dieser Episode, über die du das hier gerade hörst, findest du einen zentralen Link für alle weiteren Informationen, der dich auch in meine offizielle Facebook-Gruppe führt. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier kennenlernen. Bist du nun am Start? Na dann komm doch mit! Hallo Leute, heute im Block of Rock ein alter Bekannter von mir, der Hacky Hepke, mit dem ich eine ja mittlerweile 40 Jahre alte Freundschaft verbindet. Hallo Hacky. Hallo Uwe, freut mich sehr, dass ich in deinem Podcast teilnehmen darf und ja, soll ich anfangen zu erzählen oder wolltest du noch was zu mir sagen? Ich will dich gar nicht aufhalten. Du kannst ja, am besten wäre natürlich mal, weil sich viele fragen, Hacky Hepke, wer ist denn das? Ja. Schieß mal Wer los. Ist denn das? Ja, der Hacky Hepke hat 1983 mit dem deutschen Artshock angefangen als Fotograf und später auch als Schreiber von Kritiken und Interviews und so weiter und so fort. War dann nachher tätig beim Rock Power, beim Metal Hammer, unter anderem beim Crash und natürlich auch beim Rock Hard, wo du ja auch warst, Uwe. Genau. Du und, bist ja ein bisschen mit dran schuld, dass ich das überhaupt mache, weil ich habe ja den deutschen Artshock in Dortmund gesehen im LP-Schallplattenladen, noch bevor Holger und ich das Rock Hard gegründet haben. Das ist allerdings eine andere Story. Ja, ich glaube, wir kamen ein halbes Jahr später. Oh, sorry, ich habe die unterbrochen. Ja, nee, ist richtig. Wir kamen, glaube ich, so knapp ein halbes Jahr später. Ihr hattet die ersten Ausgaben schon da und da haben wir uns natürlich gewundert, was sind das denn für Bands, die da drin stehen, die wir ja zum Teil nicht kannten oder wo nur über Importwege die Platten bekommen haben. Aber du warst ja tatsächlich immer präsent. Wir kannten uns schon vom Sehen aus der Zeche. Aber ich kann mich an deine rote Hose erinnern, die du damals hattest. Deine schöne Fokuhila-Frisur, die damals ja auch Mode war. Und so bist du quasi reingekommen in die ganze Branche. Ja, ich sag mal so, anfangen müsste ich eigentlich in den 60er Jahren. Also ich bin Jahrgang 51, also für alle Jüngeren Alter sag schon. Und ich bin eigentlich so in den Mitte der 60er Jahre eigentlich so musikbekloppt geworden, wie ich heute immer noch bin. Und schuld an der ganzen Misere oder nicht Misere, sondern einfach an dieser geilen Kiste sind die Stones, die mich damals total angefixt haben. I Wanna Be Your Man müsste sich jeder mal irgendwann anhören. Das war eigentlich so der erste Song, der mich so richtig so in die Rockecke gebracht hat. Und von da an ging es eigentlich weiter mit irgendwann die ersten Konzerte 1965 und die ersten großen Festivals hier im Ruhrgebiet, in der Grugerhalle, Essener Songtage oder Pop und Blues Festival, genau. Bei diesen Festivals habe ich unter anderem damals das erste Mal Purple gesehen, Taste gesehen, Nice und Pink Floyd. 1970 dann Black Sabbath und ach, ich weiß nicht, was mir fällt, mir jetzt im Moment alles nicht so ein. Und so ist das bei mir weitergegangen, bis dann irgendwann Anfang der 80er oder Ende der 70er dann irgendwann ja die New Wave of British Heavy Metal und eben halt Heavy Metal irgendwie so bekannt wurde. Und das war natürlich dann für mich so, ja, die Musik ist halt und die wird jetzt auch immer bleiben. Ja, und irgendwann habe ich dann den Mike kennengelernt, der eigentlich ja, noch mehr Leute kennt und auch damals schon kannte. Und mit dem Mike zusammen haben wir den deutschen Artshock gemacht. Den Mike kennst du ja auch.
Ja, oder? Mike ist ja, ja, natürlich kenne ich Mike auch quasi Und aus ist dieser immer Zeit. noch, ja, Oh, der der ist hat immer noch aktiv, er ist 1980 immer noch sein, aktiv, ja, krass. ja, der hat 1980 angefangen, und zwar im Oktober 1980 kam der erste holländische Hardrock. Auch noch zusammengetackert und wie ihr damals auch mit dem Rockart angefangen habt. Und er ist immer noch mit seinem Magazin tätig. Das heißt also in Holland, Belgien, Luxemburg gibt es das immer noch. Und irgendwann war dann die Zusammenarbeit mit dem deutschen Art Shock. Und da waren auch die ersten zwei Hefte, waren auch mehr oder weniger überwiegend Berichte, die die Holländer gemacht haben. Natürlich übersetzt, sonst hier hätte das ja keiner lesen können. Ja, und so bin ich dann halt eben in die ganze Kiste mit eingestiegen, obwohl ich schon in den 60ern angefangen habe zu fotografieren. Allerdings in den Jahren eher weniger, weil ich nicht so viel Kohle hatte und zu dem Zeitpunkt waren die Filme eigentlich noch recht teuer und digital gab es ja eh noch nicht. Und so wurde dann von jeder Band immer nur ein Foto gemacht und wenn du Pech hattest, war das Foto dann scheiße. Ja gut, dann hast du eben von der Band kein Foto gehabt. So ist es mir dann passiert, dass ich also zwar Bands wie Led Zeppelin oder auch Jimi Hendrix und was fällt mir noch ein, für mich mit die wichtigsten, von denen ich leider keine Fotos habe, weil zu dem Zeitpunkt entweder die Kohle nicht da war oder ich sowieso vergessen hatte, meine Kamera mitzunehmen. Aber zum Glück habe ich noch vier Fotos von 1970 von Black Sabbath. Das ist ja auch irgendwie eine Rarität, ne? Das ist ja krass. Ja, da wünscht Ja, man sich und natürlich heute nochmal die Zeit zurückzudrehen. ein Foto davon ist auch im Buch. Ja, aber das Müsstest du Buch mal reden gucken, wir ja irgendwann. gleich, weil ich wollte ja gerade schon so ein bisschen Ja, die Überleitung machen. ach Bei so vielen Erlebnissen, die du hattest, solltest du mal ein Buch schreiben. Aber du hast es ja gemacht und das ist der Grund, warum wir uns heute auch hier quasi zusammen telefonieren. Paki, du hast ein Buch gemacht und es liegt mir vor, es ja, ist ich habe gerade mein Buch erschienen. gemacht. Kutte, Kamera und Rock'n'Roll mit einem Und wunderbaren Rock'n'Roll. Artwork, wo du ja verschiedene Fotopässe, die du hattest, quasi in eine Collage gebracht hast. Das Kuriose ist, einige dieser Fotopässe kommen mir sehr bekannt vor, weil ich sie auch mal auf meinem Weil du auch da Fotokoffer warst. hatte. Und da haben wir uns ja öfter auch im Fotograben gesehen. Ich habe allerdings, ehrlich gesagt, immer Scheißfotos gemacht. Ich habe zwar eine gute Kamera gehabt, damals eine Pentax E30, glaube ich, hieß die, oder A30. Ja. Aber ich habe es einfach nicht hingekriegt. Damals auch Filme natürlich noch entwickeln lassen. Ich musste immer zum Fotoladen in Dortmund in der Innenstadt fahren. Da konnte man nicht parken. Habe immer quasi halblegal auf dem Bürgersteig geparkt, reingerannt, wieder die nächsten Fotos weggebracht oder die Filme weggebracht, um die nächsten wieder abzuholen. Das war aber echt ein Grausern und ich habe nicht so gute Bilder. Und ich habe dich immer bewundert, weil du halt natürlich auch mit einigen Künstlern hast ja nicht nur Live-Fotos gemacht, sondern du hast ja auch legendäre Nee, auch Fotosessions viel. bei Interviews gemacht. Ja, das stimmt. Das Problem, was damals war, halt, was du gerade angesprochen hast mit den Filmen, du musstest sie zum Entwickeln wegbringen. Und dann kam die Überraschung, was ist daraus geworden? Ein 36er Film hat dann manchmal maximal vielleicht 12 gute Fotos hervorgebracht. Das ist dann so das Problem gewesen. Heutzutage mit den Digitalkameras ist das wurscht, da kannst du 1000 Fotos machen, hast du immer noch genug. Und du Aber siehst egal. es ja auch Nee, gleich, ja. was ich, Damals war es so, da war die du Band, da siehst, war die Tour ja. schon wieder vorbei. Die Band war weg aus Deutschland oder aus Europa. Du hast dann eine Woche später deine Fotos abgeholt und die waren scheiße oder nicht so, wie du das erhofft hattest. Und dann war die Genau. Chance vorbei, mit so einer Band nochmal zusammenzuarbeiten, ja. Ja, und dann musst du nur die Kosten rechnen für die Entwicklung und das so weiter. Ah, Aber das war. egal. Was ich noch zu dem Cover sagen möchte von meinem Buch, also das Cover Artwork hat der Erik Philipp gemacht, der auch in den 80ern und 90ern, aber er ist immer noch tätig, Cover gemacht hat für Shark Records und Earthshaker und für die Firma habe ich ja damals auch gearbeitet. Er hat unter anderem das erste Stila-Cover gemacht. Ach, Hat jetzt krass. erst vor kurzem, ja, hat jetzt vor kurzem das Cover gemacht von Helmut Lotti, der ja so Rocksong-Sketch gemacht hat. Ja, das ist ja Wird lustig. bestimmt schon irgendwie jemand mal gesehen haben. Und wie gesagt, also Erik ist immer noch tätig und den habe ich dann gefragt und er hat gesagt, klar, ich mache dir das und ich will auch nichts für haben, was mir natürlich nicht recht ist. Also wir sind uns da anders einig geworden. Aber da bin ich natürlich froh drum, dass Erik mir das Cover gemacht hat und ist eigentlich genauso geworden, wie ich es haben wollte. Ist eine Gut, ich tolle habe dieses Idee. Buch. Ja. Du. Bist du noch da?
Ja, ich bin noch wach. Nee, du, erzähl weiter. Ja, wie gesagt, das Buch handelt eigentlich davon, dass ich, wie gesagt, in den 60ern habe ich ja vorhin schon mal drüber geredet, dass ich da in so Musik bekloppt geworden bin. Darüber steht vieles im Buch über die alten Heroes, die ich damals hatte, wie Stones, wie Yardbirds, wie Jimi Hendrix, Cream, und so weiter und so fort, bis dann irgendwann Led Zeppelin, die Purple kam, dann kamen die ganzen tollen Bands auch aus Kanada, wie BTO oder Stray und ach, fällt mir jetzt alles nicht ein, ich müsste jetzt das Buch hervorholen, aber ich habe gedacht, wir unterhalten uns ein bisschen. Ja, Und selbstverständlich. 82 habe ich dann einen Schlagzeuger kennengelernt von der deutschen Band Bullet. Ah. Und die haben ja damals beim Dieter Dierks ein Album aufgenommen und haben dann im Zuge dieses, Dierks hatte ja auch so seine Connection, konnten dann bei der Number of the Beast Tour Maiden in Frankreich und Belgien supporten. Und das war eigentlich so meine erste Tour, die ich mitgemacht habe, weil ich habe die in Frankreich, glaube ich, bei 3 Dates und dann der letzte Dates in Brüssel habe ich dann quasi Bullet begleitet und im Zuge dessen natürlich auch die Jungs von Maiden kennengelernt, konnte auch Backstage-Fotos machen, nur dann ist das Schlimmste für mich überhaupt passiert. Direkt beim ersten Date ist meine Kamera kaputt gegangen. Und so konnte ich dann die 4 Dates, die ich mit Maiden mitgemacht habe, und vielmehr mit Bullet und Maiden, kein Foto mehr machen. Allerdings wurde ich dann von Maiden für die Show in Bochum, in der, damals, wie hieß die nochmal, Rolandhalle, Rolandhalle. Übrigens mit einer Vorband französischen Trust. Vorgruppe mit Trust. Trust, genau. Und in Düsseldorf habe ich dann auch nochmal einen Tourpass bekommen und da konnte ich dann natürlich auch Fotos machen, Ah, weil okay. dann meine Kamera wieder IO war. Ja, Ach, und krass. so ging das eigentlich weiter. Ich sag mal so, die angefangen mit 83 mit dem Artshock. Von da an, muss ich sagen, habe ich also, glaube ich, in den Jahren 83 bis 87, 88, ja, so wöchentlich 4, 5 Konzerte war, glaube ich, kein Problem. Es war ja damals auch noch nicht verkehrstechnisch so schlimm. Also du bist mal morgens eben nach München gefahren oder nach Hamburg. Heutzutage brauchst du nach München, glaube ich, 8 Stunden und dann kannst du das schon vergessen. Aber ja, wie gesagt, und von diesen ganzen Sachen handelt mein Buch und da ist sogar meine 1987 verfasste Rockhistorie mit drin, die ich unbedingt dabei haben wollte, die damals ja beim Crash veröffentlicht wurde. Und die habe ich ein bisschen umgeschrieben und ich wollte die drin haben, weil ich glaube, für jüngere Leute ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, so über Bands, die Ende der 60er Rock oder Bluesrock gespielt haben, der für mich eigentlich heute noch immer da ist. Und ich bin auch sicher, wenn sich viele Jüngere das mal anhören, dann werden sie sagen, boah, ist das geil. Wie Spooky Twos oder wie die Yardbirds oder Yardbirds, ja gut, da muss man dann sagen, da war Jimmy Page, da war Jeff Beck, da war Eric Clapton, absolute Guitar Heroes. Ja, und das ist dann mein Buch. Natürlich dann auch über die Zeiten, als ich in Studios oder für Plattenfirmen gearbeitet habe. Hier in Gelsenkirchen gab es ja damals das Rush-Studio und danach das TNT-Studio, wo auch diverse bekanntere Bands aufgenommen haben im Rush-Studio, unter anderem Axl Rudi Pell und Stratovarius waren in Gelsenkirchen im Studio, Holy Mother, Sodom hat auch im TNT-Studio aufgenommen, damals war der Andy Brinks noch dabei. Ja, und so habe ich dann auch viele nette Musiker kennengelernt und viele tolle Geschichten, die man darüber erzählen kann. Und die habe ich dann halt eben in dem Buch verfasst. Und jetzt liegt es auf der Ladentheke. Genau, und Ja. es liegt auch bei mir im Wohnzimmer auf der Couch, weil ich mir tatsächlich jeden Tag immer so eine Anekdote vorknüpfe. Ich fand's stark, gleich zu Anfang erzählst du ja von deinem ersten Stones-Konzert 65, das ist ja mein Geburtsjahr, Ja. wo du für 8 Mark bei den Stones warst. Das ist natürlich schon Acht krass. Mark bei den Und Stones.
in der Ja, Krugerhalle, ja. was damals für Preise waren, ob Allerdings, es. ja, die Preise waren genial. Allerdings haben die gerade mal 35 Minuten gespielt. Da waren ja, weiß ich nicht, an dem Tag fünf Bands, die da gespielt haben. Die erste Show fing um 15 Uhr, glaube ich, an und die zweite Show um 20 Uhr. Also das war irgendwie so zwei Shows an einem Tag und wie gesagt, die Stones waren dann der Headliner sozusagen, aber 35 Minuten. Gerade auf der Bühne schon wieder weg. Und hast teilweise nichts verstanden, weil die Mädels und die haben da gekreischt und geschrien. Also vor der Bühne hast du so ein bisschen gehört, weil die hatten ja damals nicht so bombastische Anlagen wie heute. Ne? Naja, klar, Da das standen ist drei ja Boxen auf der Bühne und das war's. auch. Ne? Ja, und wenn man dann so ein bisschen nach vorne blickt und nicht nur blickt, sondern auch blättert, dann kommen dann so natürlich also auch ab 83 die Jahre, wo ich dann selber sage, wow, klar, da war ich ja auch dabei. Geschichten wie Rock Pop in Heavy Sound. Concert, natürlich dabei, Heavy Sound, ja auch ganz groß. Ja. Auf dem einen anderen Foto tauche ich auch auf. Und wo ich natürlich wirklich lachen musste, ist die eine legendäre Geschichte mit Great White. Da musste ich wirklich schmunzeln. Also die Fotos kenne ich natürlich, habe sie ja auch. Ich wusste ehrlich gesagt gar nicht mehr, wer sie gemacht hatte damals, aber jetzt weiß ich es ja wieder. Die Geschichte war ja, Great White haben ein Promokonzert gespielt in Bonn in der Biskuithalle. Biskuithalle, Das richtig. war so, bevor Great White dann in den USA groß war. Die waren ja mal für eine Zeit wirklich eine der größten neueren Rockbands in den USA. Damals auch mit Once Bitten, Twice Shy, zwei Alben, sehr groß in Ja, den USA. Und die Hammer. Alben aber davor waren, man merkte schon, ich sag mal, wir im Underground kannten ja Great White schon von anderen Veröffentlichungen. Und dann kam aber so das erste Album, wo so ein bisschen mal, ich glaube, da hatte die deutsche EMI auch Druck, Great White in Europa mal ein Stück nach vorne zu bringen. Und Ja. dann wurden die eingeladen für ein Promokonzert in Bonn. Ich kann mich auch an das Konzert noch erinnern. Und danach gab es dann quasi ein Treffen mit der Band. Und da waren wir Journalisten Backstage irgendwie war. alle Mann dabei. Ich kann mich erinnern, dass ich zu der Zeit einen, Der ja, ich lange sag mal, Mantel. lange Mantel hatte, genau, diesen legendären Jeansmantel, wo mir der Bassist von Ja. Great White, der damalige, der wollte mir diesen Mantel abluchsen, weil er den so cool fand. Der Mantel war quasi aus alten Jeans, die man quasi zusammengenäht hat zu einem Mantel. Es gab mal so eine Zeit, Mitte der 80er, da war das modern, sowas als Jacke zu haben. Das gab es dann tatsächlich auch in so Designerläden zu kaufen, aber man konnte es auch selber machen natürlich, wenn man im Prinzip Und die hat deine Mama Oma gemacht? hatte. Nee, ich habe mir den tatsächlich in Dortmund in so einer Boutique gekauft, weil ich habe das gesehen als Mantel und fand das erstmal so spektakulär, dass durch diese zusammengeflickten Jeans hatte dieser Mantel natürlich unendlich viele Taschen. Das heißt, wenn ich dann im Fotogramm war, hatte ich gefühlt 20 Taschen in diesem Mantel aus diesen alten Jeans, wo ich Batterien, Filme, einen Tourpass und was auch immer alles reintun konnte. Das war schon sehr, sehr praktisch. Aber wie gesagt, der Great White Bassist wollte unbedingt diesen Mantel haben und hat mir seine Lederjacke angeboten im Tausch. Ja, und ich habe es damals nicht gemacht. Ich habe es bereut. Den Mantel habe ich übrigens heute nicht mehr. Als ich damals nach Frankfurt gezogen bin, hat meine Und die Mama meinen Lederjacke auch nicht. Zimmer, die Lederjacke habe ich natürlich auch nicht bekommen. Na klar, also das war, aber bei dieser Backstage-Party war es so, dass wir dachten, jetzt zeigen wir den Amis mal, was wir in Deutschland hier auch für wilde Jungs sind bei Backstage-Partys. Und ich weiß jetzt nicht mehr Oh warum, Mann, oh aber ich Mann. habe damals diese Mit der Sprühsahne, Sahne. die da war, die habe ich mir auf den Kopf gesprüht und Ja. habe Alex Gernandt und Holger Stratmann Toilettenpapier um die Augen gewickelt. Also ich weiß ja Ja, nicht, da ob ich da gibt es auch noch nüchtern war. andere Fotos. Es gibt noch andere Fotos, die habe ich allerdings alle nicht damit drin. Also wir wollen jetzt nicht alle Fotos nehmen. Und legendär war auch, als der Sänger, scheiße, jetzt fällt mir der Name nicht Jack ein. Russell. Jack Russell, ja, jetzt habe ich ihn. Als er uns vorgeführt hat, wie er in seinem Baseballteam immer die Bälle wirft und dann mit Äpfeln und Apfelsinen da vor die Wände geklatscht hat. Und also das war Ja, legendär. Ich genau. fand das auch. Ja, das Ne, das war. war schon toll. Also war ein super Abend. Aber solche Sachen, muss ich sagen, hat man damals in den 80ern auch viel öfter erlebt. Ich glaube, Ja, heutzutage das. ist es auch schwieriger für alle Leute, so an die Bands ranzukommen. Wenn ich überlege, damals die Metal Hammer Roadshow 85 oder 86, weiß ich jetzt nicht genau, müsste im Buch stehen. Aber ich habe das Buch jetzt nicht vor mir liegen. Da sind wir nach der Show in Osnabrück, da war Agent Steel, Anthrax und Overkill.
nach der Show erstmal zum Hotel und dann waren wir beim Charlie auf dem Zimmer, alle Mann, und da wurde dann gequasselt, debattiert, da wurde getrunken und natürlich auch Fotos gemacht. Und da habe ich nämlich eine schöne Geschichte, die auch im Buch steht. Ich hatte zu dem Zeitpunkt rote Adidas Boots und waren aber allerdings schon ziemlich lange her, weil du gerade von der roten Hose, also ich war so ein Rot-Fan. Und Charlie dann im Hotel, boah, coole Boots, die würde ich gerne auch haben. Wo gibt's sie denn? Bei uns in Amerika gibt's sie nicht. Ja, ich sag, pass auf, ich sehe euch ja ein paar Tage später, spielt ihr dann nochmal in Bochum in der Zeche. Ich gucke mal, ob ich die irgendwo besorgen kann. Was hast du denn für eine Größe? Ja, 43, also meine Größe. Ja, dann irgendwann nach Hause nach der Show und vielmehr nach dem tollen Abend im Hotel. Und dann habe ich versucht, diese Boots zu bekommen, aber die waren zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr im Adidas-Sortiment. Ja, und dann bin ich nach Bochum 2 oder 3 Tage später, auch wieder Backstage, und Charlie, ah, hast du die? Natürlich alles in Englisch, jetzt nicht in Deutsch. Er hat nicht gesagt, hast du die? Where are my red boots? Ja, ich sag, tut mir leid, aber die gibt es nicht mehr. Und dann guckt er so nach unten. Ach, du hast ja jetzt schwarze an. Ja, und dann habe ich so in meinen Rucksack gepackt. Ich sag, Charlie, hier, ich gebe dir meine. Nee, ehrlich? Ja, hier hast du meine. Und hinten im Buch kann man dann lesen, wie dann die Band irgendwann in mein Fotoalbum geschrieben hat: Charlie likes your red sneakers. Und ich glaube, irgendeiner hat dann geschrieben hier: Where are my red sneakers? Und ja, das sind so Anekdoten, die man damals erlebt hat, aber ich glaube, die man heute vielleicht gar nicht mehr erleben wird. Ich weiß es nicht. Also ich bin ja jetzt nur auch nicht mehr so präsent, was Backstage-Bereiche betrifft. Also ich gehe zwar immer noch zu Konzerten und auch mache auch immer noch Fotos, aber so diese lockere Zeit, so gerade so in den 80ern und 90ern, ich glaube, die ist auch nicht mehr. Und wenn du dich erinnerst, Uwe, zu Anfang konnten wir Fotos machen vom ersten bis zum letzten Song. Ja, klar. Da gab es Durch die auch noch Bank keine weg. Fotoverträge, Mit wo du die Bilder nein. erstmal noch vorlegen musstest, dass sie freigegeben werden und so. Das war Ja, natürlich alles so eine eine. ganz, ganz andere Zeit. Aber ich wollte mal, weil wir könnten natürlich jetzt noch hunderte von Geschichten quasi aus dem Buch rausholen, aber die Leute sollen es ja lesen und kaufen. Und Okay. ich werde ja auch den Link, wo man das Buch kriegen kann, bei Amazon, werde ich natürlich auch posten. Mich würde mal interessieren, was du Danke, heute danke, so danke. machst. Du bist ja jetzt mittlerweile, Ich sag ich bin mal, in Rentner. einem Alter, du bist Rentner, genau. Wir sehen uns ja trotzdem regelmäßig dann noch auf dem Rockhard Festival. Du hast ja auch früher bei anderen Festivals auch noch Fotos gemacht, so aus Hobby. Ich sehe dich auch öfter Ja. mal mit dem Vinylbus. Da bist du ja auch irgendwie aktiv, unterstützt den Michael Lohrmann. Wie sieht denn so heute Guter dein alter Alltag Freund. aus? Ja, wie sieht heute mein Alltag aus? Ja, der alte Alltag. Also wie gesagt, ich bin Rentner und ja, ich habe nebenbei noch so einen kleinen Job. Ich habe ja damals auch noch eine Firma gehabt, eine Reinigungsfirma, und ich helfe so ein paar mehr Leuten hier noch so ein bisschen beim Fensterputzen. Das ist so mein 2, 3 Mal die Woche. Also nichts Berauschendes, also nichts Großartiges, nur ein bisschen unterwegs sein. Ja, ich fahre viel Fahrrad, wenn das Wetter erlaubt, und bin eigentlich auch im Fitnessstudio angemeldet, aber muss sagen, ich bin in letzter Zeit wieder eine faule Socke geworden. Ich muss das wieder ein bisschen mehr forcieren. Ja, dann interessiere ich mich nach wie vor für die Musik. Egal, ob es jetzt Heavy Metal ist oder ob es Rock ist oder Blues ist, ich bin eigentlich für alles offen und bin natürlich auch bei Konzerten. Rockhard Festival bin ich seit 2003 jedes Jahr, war jahrelang beim Bang Your Head, leider gibt es das nicht mehr. Und ja, bin immer noch in Kontakt mit vielen Leuten aus der damaligen Zeit, unter anderem mit dir. Und ja, dann habe ich zwei absolut tolle Enkelkinder. Da ist der Opa natürlich auch gefragt, und da ist er auch ein stolzer Opa. Ja, und ansonsten, wie gesagt, habe ich dann irgendwann, oder nee, ich nicht, sondern die Idee des Buches hatte eigentlich meine Frau, die irgendwann mal gesagt hat, das ist jetzt ungefähr 15 Jahre her, warum schreibst du nicht eigentlich mal so ein Buch über die Sachen, die du so erlebt hast? Ja, und das habe ich jetzt gemacht, und ja, das liegt dann jetzt vor. Und
Mal gucken, Du hast mir ja von wie der das Idee so schon läuft. länger erzählt, ja, und ich bin sicher, dass es wahrscheinlich genug Geschichten gibt für weitere Teile. Aber jetzt ist es so, du hast ja nicht, das Buch nicht nur geschrieben, dass man es kaufen kann, sondern du machst ja auch Lesungen. Du hast ja gerade auch deine erste Lesung Ja, gemacht für das Buch. Wie ist denn das richtig, Erlebnis für ja. dich? Wie viele Leute waren da und wie kam das an beim Buch? Bist du da auf einer Bühne? Erzähl doch mal ein bisschen davon. Also, ich habe von Anfang an, als es klar war, das Buch wird veröffentlicht, habe ich mir überlegt, dass man das Buch ja eigentlich den Leuten so ein bisschen darbringen soll. Wahrscheinlich wird es dann auch irgendwann in den Magazinen besprochen. Die haben auch alle ein Buch bekommen. Und habe gedacht, dann machst du am besten eine Lesung. Suchst dir irgendwelche Orte aus, Kneipen oder was weiß ich jetzt, irgendwo, wo auch Leute hingehen, die Rock oder überhaupt Musik hören. Dann gibt es in Scherbeck gibt's einen ganz tollen Plattenladen, der heißt Plattenbau. Den Heinz kenne ich sehr gut von diesem Plattenbau. Und als ich ihm von meinem Buch erzählt habe und ihm gesagt habe, ich will mal Lesung machen, da hat er sofort gesagt, dann macht er hier bei uns eine Lesung. Ja, okay, dann wie gesagt, letzten Freitag, 22. September, wurde auch schon Wochen vorher immer überall angekündigt, über Facebook und Instagram und der Plattenbau selber und Martin Sosner, den ich auch schon lange kenne, auch über seine Plattform. Ja, und dann ging es dann am Freitag los, so gegen 6:30, 6:45. Ich muss gestehen, ich war schweinenervös, weil es war die erste Lesung für mich alleine. Ich habe zwar schon mal an anderen Lesungen teilgenommen, aber das war jetzt irgendwie was ganz Besonderes für mich. Und es waren, glaube ich, ungefähr 40 Leute da. Die Resonanz war für mich überwältigend. Also die Leute waren alle begeistert. Ich habe sogar eine Menge Bücher verkauft. Soll ich die Zahlen nennen? Ja, hau raus. Ja. Die Steuer freut Also sich. ich hab 17 Bücher verkauft und ja, die meisten, was heißt die meisten? Ich glaube alle wollten dann auch noch, dass ich ein Buch signiere. Da habe ich gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, jetzt muss ich auch noch ein Buch signieren. Aber okay, nach dem dritten und vierten ging es dann auch. Ich hatte zwar nächsten Tag eine Sehnscheinentzündung, aber egal. Nein, war ein Scherz. Nein, das war wirklich toll und ich bin jetzt im Moment dabei, speziell auch hier bei uns in Gelsenkirchen oder speziell im Ruhrgebiet, Dortmund, Essen, zu gucken, dass ich da irgendwelche Kneipen, Cafés oder andere Eventräume finde, wo ich dann mein Buch vorstellen kann, ein bisschen erzähle, ein bisschen aus dem Buch lese und ja, das ist so meine Planung. Im November bin ich dann am 3. November bin ich auf jeden Fall beim Marc Debus, der mein Buch verlegt hat. Also das ist mein Verleger, der hat es nicht verlegt, sondern das ist der Verlag. Und da werde ich auch eine Lesung machen. Und wie gesagt, bin mit einigen anderen im Gespräch. Und wir müssen dann halt eben geeignete Daten finden, dass wir sagen, so, wir machen an dem und dem Tag eine Lesung. Das muss natürlich auch im Vorfeld ein bisschen publik gemacht werden, damit nicht nachher nur ich da alleine mir was erzähle. Das wäre ja auch Quatsch. Also Leute, Ja, wenn ihr und das hier ansonsten. hört, ich mache mal gerade einen Aufruf an meine Hörer. Wenn ihr das hier hört, weltweit, aber natürlich primär meine deutschen Hörer, wenn ihr Bock habt, dass Hacki auch zu euch kommt, in euren Laden, in eure Bar, in eure Kneipe, im Plattenladen, dann kontaktiert ihn doch. Aber ihr findet ihn auch auf Facebook unter Hacki Hepke. Dort könnt ihr ihn gerne Haki anschreiben. Hacki E. Hepke, genau. Und Haki H. Nee, nee, Haki H.E. okay, steht bei Haki, Facebook. ah ja, Haki HE, stimmt, ja, stimmt, Haki HE, Ja, genau. ne? Dort findet ihr ihn und könnt ihn gerne kontakten, er beißt nicht. Und der kommt Nee. sicherlich gerne dann zu euch, um auch spannende Geschichten aus diesem Buch vorzulesen. Ich freue mich drauf, wenn ich gleich noch ein bisschen weiterschmökern kann. Und wünsche dir natürlich auch alles Gute. Wir sehen uns ja dann bei der Lesung in Neuansbach. Das ist ja von mir, von Frankfurt aus nicht weit. Das ist ja eine Ja. gute halbe Stunde und dann trinken wir hoffentlich auch einen guten Whisky, weil das ist ja noch ein anderes Hobby von dir. Aber das ist, glaube ich, ein abendfüllendes Thema, über das wir bei unserem nächsten Gespräch sprechen können. Und Das sollten wir auf jeden Fall machen. da bin ich sehr, sehr gespannt, was du dazu erzählen. Da bist du ja schon lange, lange Spezialist. Da kenne ich mich tatsächlich nicht so gut aus, zumindest nicht in der Region, wo du am Start bist. Du bist ja eher auf der britischen Insel am Start, dort, wo es nach Torf riecht und schmeckt. Genau, ja.
Das ist so mein Lieblingswhisky. Aber egal. Nein, machen wir gerne. Ich freue mich, wenn du auch dann am 3. da bist. Und ja, also an deine Hörer, ich habe mich riesig gefreut, dass ich überhaupt hier in diesem Podcast erscheinen darf. Und ja, wie gesagt, wer Interesse hat und gerne möchte, dass ich, was weiß ich, jetzt nach Frankfurt, nach Bayern, nach Stuttgart, wie auch immer hinkomme, mich anschreiben und dann machen wir irgendwelche Dates aus und ich komme gerne zum Lesen und Erzählen und einfach nur quasseln. Aki, Gut? vielen Dank für deine Zeit. Ich fand das extrem unterhaltsam. Ich glaube, wir hätten hier noch einen 5-Stunden-Podcast draus machen können. Aber ich denke, die wichtigen Informationen sind jetzt letztendlich verbreitet worden. Ich drücke dir alle Daumen für das Buch und ja, wir Ja. sehen uns demnächst bei der Lesung. Alles Gute, Aki. Mach's gut. Ciao. Ich danke dir auch, Uwe. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat, folge mir doch gerne beim Podcast-Dealer deines Vertrauens, damit du auch die nächste Folge nicht verpasst. Du bekommst die ganze Staffel als kostenloses Abo unter anderem bei Spotify, Apple Podcast, Amazon Music, Audio Now, Deezer, Soundcloud, YouTube, dem Podcast-Portal von Google, in der App von Radio Bob oder natürlich über meine Homepage theblockofrock.com. Höre dir dort auch die bereits veröffentlichten Stories an, denn regelmäßig gibt es hier neues Futter. Und vor allem erzähle es deinen Freunden und teile die frohe Kunde auf Social Media. Und nicht vergessen, Solveig, das Mindful Metal und Rock Magazin, wartet digital und kostenlos auf dich. Alles klar? Dann hören wir uns ja beim nächsten Mal. Bis dahin, keep on rocking!